Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Irgendwie ist es mittlerweile zur täglichen Aufgabe geworden, immer meine Anmoderationen zu unterbrechen und wenn es geht, auch nur meine Abmoderationen. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Ich laufe hier mal ein wenig weiter weg, weil es geht mir tierisch auf die Nerven, dass immer irgendwelche Leute am Meckern sind, wenn sie bei mir in der Nähe stehen. Oder ist direkt... Achso, der ist da. Wir wollen die Quest mit Goofy machen, der gerade unsichtbar geworden ist, als ich reingekommen bin. Na, toll. Ja, wie immer. Und plötzlich war er weg. Und plötzlich ist er hier beim Essen. Willst du mich veräppeln? Mal ganz ehrlich. Ich will mit ihm über das beschädigte Floß sprechen. Und jetzt auf einmal sitzt er hier und ich kann rein theoretisch die Quest von Remy machen. Er möchte einen Fischauflauf haben, okay? Ein Fischauflauf. Können wir das überhaupt jetzt gerade so... Fischauflauf, Fischauflauf. Brauche ich Butter für? Da müsste ich nochmal neue Butter... wieso will der mir immer diesen Fisch reinhauen? Das ist der einzige Fisch, von dem ich nur einen einzigen habe. Ach so, ich hasse, dass das dann einfach so runterfällt. So. Jetzt machen wir doch irgendwie Remis Quest gerade, was ich ja gar nicht machen wollte, weil die irgendwie so ein bisschen verknüpft mit Goofy aktuell ist. So, dann brauchen wir hier aber nochmal eine neue Butter. Zack. Oh. Was natürlich blöd ist. Ach, ich habe mein Inventar, glaube ich, gar nicht geleert. Oh. Ich sagte, hey, du! Wie geht's denn so? So, ich habe deine Bestellung. Bitteschön. Aha! Oh! Das gefällt mir. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns, weil ich wollte jetzt weitermachen. Aber ich muss mal kurz gucken. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Hallo, Kumpel. Auch wenn ich die Mütze nicht aufhabe, ist es okay. Hast du eine Frage? Hm. Ja, können wir auch gerne mal. Hui, wir hatten vor dem Vergessen nie Nachtdorn. Was glaubst du, warum sie jetzt hier sind? Es ist nur Unkraut. Ich glaube, sie werden von negativen Emotionen angezogen. Hm, das ist eine wirklich interessante Idee. Ich weiß, dass ich unglücklich bin, wenn Dornen in der Nähe sind. Aber bin ich unglücklich wegen der Dornen oder sind die Dornen da, weil ich unglücklich bin? Donnerwetter, was für eine schwierige Frage. Und schon ist ein Level höher. Aber dafür haben wir eine Kommode bekommen, das ist geil. Okay. Ach du Scheiße, am Ende bekommen wir seinen Hut. Hm, hey, da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Ja, lass uns abhängen. Wäre natürlich auch gut. Aber ist blöd, sollte ich eine andere Quest bekommen. Das mysteriöse Wrack. Erstmal gebe ich ihm das Paddel. Du hast ein beschädigtes Floß am Strand gefunden? Hui, darf ich dir helfen, es zu reparieren, Gameplayerin? Ich glaube, das wäre lustig. Natürlich will ich deine Hilfe, Goofy. Du weißt so viel darüber, wie man Dinge repariert. Weiß ich jetzt nicht, aber... Du erwartest doch nicht, dass ich dich wie Dagobert Duck bezahle, nicht? Ach, was soll's. Ich gebe mein Bestes. Ich kann mich nicht erinnern, hier schon mal ein Floß gesehen zu haben. Ich schätze, die Flut muss es angespült haben. Da fällt mir ein, dass ich neuerlich jemanden auf dem Meer singen gehört habe. Ah, ich glaube, wir kommen doch nicht zu Stitch. Sie hatte eine wirklich schöne Stimme. Ich hoffe, sie hat da draußen keinen Schiffbruch erlitten. Wenn wir dieses Floß reparieren können, dann kann ich denjenigen retten, der auf dem Meer verschollen ist, auf Entdeckungsreise gehen. Das klingt großartig. Ich glaube, ich weiß genau, was wir brauchen. Etwas Hartholz, Seide, Lehm und einige Eisenbarren. Du findest Hartholz im Wald der Tapferkeit, Lehm auf der Lichtung des Vertrauens. Es ist eine ganze Menge, aber niemand ist im Sammeln von Sachen so gut wie du. Bis bald! Ja, Lehm habe ich sogar genug. Eisenbahn sollte kein Thema sein, 10 herzustellen. Seil ist eins der beschissensten Dinge, die ich machen kann, weil ich es schon mal gemacht habe vor kurzem. Und ja... Ich dafür erstmal ganz viel
ganz viel von den Seetang hier gebrauche. Nee, Moment, Seil. Doch, da brauche ich die Fasern, ja. 8 Stück. Brauche ich 8 Fasern für. Passt aber noch gerade. Auch wenn ich jetzt nichts mehr habe, um die Dinger hier zu machen. Moment, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Eisenbarren brauche ich 8 oder 10? Jetzt gucke ich doch nochmal eben. Also Eisenbarren 10 und 7 Seile. Ich kann aber nur eins herstellen. Und 10 Eisenbarren. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ja, nur die Sache mit den Fasern ist natürlich... Die Frage ist jetzt nur, irgendwo habe ich auch gesehen, dass man Seetang kaufen konnte. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo das war. Ist das unter Zutaten? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, Seetang ist ja eigentlich... Nee, ne? Unter Sammeln dann eher... Auch nicht. Das sind die Gerichte. Und der Fisch ist das doch nicht. Ja, doch. Ach, friedliche Wiese, eisige Höhlen. Ja, aber das ist natürlich nur das. Sonnige Ebene. Eisige Höhlen. Ja gut, da komme ich ja noch nicht hin. Friedliche Wiese, Lichtung des Vertrauens. Irgendwo habe ich Seetang. Also, oder ist es wirklich nur das von Vajana gewesen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe den ganzen Kram jetzt noch hier drin. Wir gucken mal bei... Och nein, jetzt schläft die natürlich wieder. Wir gucken mal, ob sie vielleicht zufälligerweise ein bisschen Seetang drin hat. Wovon ich nicht ausgehe. Ja, doch, 2 Seetang. Ist aber natürlich jetzt nicht allzu viel. Ja, dann tut es mir leid. Ich schaue dann nochmal offline eben ein bisschen rum, wo ich das eigentlich kaufen konnte. Weil ich habe es irgendwo mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wo das war. Wo ich das mal kaufen konnte. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu, wenn ich hoffentlich genug davon, ja, entweder gekauft habe. Ich meine, man konnte es irgendwo kaufen. Oder eben genug geangelt habe. Ich befürchte allerdings leider Letzteres. Ich sag euch aber auf jeden Fall dann auch Bescheid, sollte ich es irgendwo finden, dass man es kaufen kann. Bis gleich. So, ja, ich habe jetzt alles soweit hergestellt. Jetzt müssen wir erstmal Goofy wieder suchen und finden, in der Hoffnung, dass er überhaupt noch wach ist. Wo ist der Kerl denn jetzt schon wieder? Ach, der ist schon wieder im Restaurant. Oh Gott. Ja, wie ihr auch schon sehen könnt im Hintergrund, habe ich die Angel sogar noch dabei. Also ich habe tatsächlich keine Stelle gefunden, wo man das Ganze kaufen kann. Ich war mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass es da eine gibt. Schön, dich zu sehen. Ja, und habe ja das Ganze jetzt zusammengeangelt und wie ihr dann am Ende noch sehen konntet, oder in der ersten Szene sehen konntet, habe ich das Ganze dann zusammengebaut. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Das mysteriöse Wrack. Sieht aus, als hättest du jetzt alles. Jetzt können wir das Reparaturset an einer Werkbank herstellen. Ernsthaft jetzt? Ich war doch gerade an der Werkbank, da hättest du mir das doch auch vorher sagen können. Komm mit. Moment, eins runter noch, genau. Eieiei. Wie sich meine Möhrchen hier im Winde drehen, das ist cool. Nein, du stehst mir hier nicht wieder im Weg rum. So, das Floßreparaturset, wo... Ah, hier. Zack. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Nee, ich könnte was Hilfe gebrauchen. Was muss ich denn jetzt machen? Sprich mit Goofy. Bleib stehen. Das ist so ätzend. Stehen bleiben, Goofy. Stopp. Nein, ich will keinen Samen. Hallo. Nein. Boah, rede doch einfach mal mit dir. Na, wie geht's? Wie geht's denn so? Toll, jetzt können wir das Floß reparieren. Geh voran zum schillernden Strand-Gameplayerin. Immer muss ich dem folgen, aber Hauptsache, ich soll jetzt vorangehen. Okay. Repariere das Floß in der Nähe vom Schädelfelsen. Was ist eigentlich der... Achso, das ist der Schädelfelsen, klar. Da können wir uns auch noch nicht rein, ne? Fällt mir gerade so ein. Oh, lauf doch einfach.
Da ist auch noch irgendwas kaputt da links. So, die nehmen wir nochmal schnell mit. Auch wenn ich weiß, dass ich immer noch überhaupt gar keinen Dienst habe, gar keinen Platz habe. Oh ja. Ja, komm, übertragen. Sprich mit Goofy, wo ist er? Goofy, hallo. Willst du mich jetzt veräppeln? Kaum muss ich mit dem sprechen, rennt der weg. Ey, sag mal. Ist das dein Ernst? Jetzt rennt der so schnell weg, dass ich gar nicht mehr weiß, wo er hin will. Also das ist jetzt ja wohl mehr als richtig gemein gemacht jetzt hier von Disney. Jetzt rennt der einfach irgendwo hinweg. Nein, Mann, wenn da reden steht, will ich reden. Hallo, Kumpel. Hey, Kumpel. Wow, du hast es geschafft, Gameplayerin. Das Floß sieht so gut wie neu aus. Tu nicht so, du hast es gerade gesehen. Du standst direkt neben mir. Jetzt musst du nur noch auf das Floß gehen und in See stechen. Ich hoffe, du findest da draußen einen neuen Freund. Sei aber vorsichtig. Ich will nicht, dass du auf einer einsamen Insel Schiffbruch erleidest. ich bin nie wegen irgendwas nervös. Ich freue mich darauf auf... Ja, ich freue mich drauf. Yeah. Weil du ein wahrer Abenteurer bist. Nimm einfach das Floß und finde heraus, wer da draußen Schiffbruch erlitten hat. Wir sehen uns später, Gameplayerin. Ja. Das ist vollständig. Okay, ich kann dich jetzt gerade nicht streicheln. Ich vermisse immer noch meinen Sprintmodus. Ach so, ich würde aber fast sagen... Ja, ich würde trotzdem fast sagen, dass wir erstmal, bevor wir jetzt irgendwo hingehen, wo wir eventuell neue Sachen auch noch kriegen können oder so, man weiß es ja nicht, würde ich sagen, dass wir erstmal... Habe ich hier noch Platz drin? Genau, ich hau jetzt einfach mal alle Sachen raus, die ich jetzt hier drin habe. Damit ich... Achso, das ist voll. Okay, aber das reicht auch. Dann kann ich direkt da unten hin teleportieren. Das ist jetzt nur, das muss ich dann später nochmal offline ein bisschen sammeln, sortieren. Das ist jetzt nur, damit die Sachen jetzt erstmal aus dem Inventar raus sind. Das kann man aber auch. Ja, genau. Sand braucht man für Sandburgen, oder wie war das? Ariel! Oh, da ist noch eine schöne. Ach, die kann man nicht nehmen, schade. Das sieht schön aus hier. Was ist denn, wenn ich jetzt hier ein Selfie mache? Moment. Moment. Nein. Du sollst... Hallo? Du sollst das Bildformat ändern. Ah, geht doch. Warum guckt die so komisch? Egal. Ich habe ein sehr horrorhaftes Bild mit ihr, aber ich habe immerhin ein Bild mit ihr. Hallo. Es ist jemand da. Oh, ich sitze hier schon so lange alleine fest, dass ich dachte, ich würde nie wieder jemanden sehen. Kannst du mir bitte helfen? Natürlich, was ist passiert? Oh. Ich habe in einem wunderschönen Tal gelebt. Es war der wunderbarste Ort. Bis etwas, das sich vergessen nennt, passierte. Nachtdornen wuchsen im Dorf und viele Leute verloren ihr Gedächtnis. Es war furchtbar. Mhm. Aber dann, ganz plötzlich, war ich hier. Wie von Zauberhand. Aha. Ich habe schon seit langem niemanden mehr gesehen. Obwohl ich versucht habe, ins Tal zurückzukehren, finde ich den Weg nicht nach Hause. Ich komme aus dem Tal. Ich helfe dir. Oh, danke. Ich habe versucht, nach Hause zu kommen. Aber egal, in welche Richtung ich schwimme, ich lande immer wieder auf dieser Insel. Es muss sich um eine Art Magie handeln. Ich glaube, es ist eine Verzauberung. Mhm. Wenn ich das Tal nur spüren könnte, wüsste ich, in welche Richtung ich schwimmen muss. Oh. Das Meervolk kann immer nach Hause finden. Aber ich habe nicht einmal mehr das Gefühl, dass das Tal mein Zuhause ist. Wenn ich im Tal einen Ort nur für dich schaffen würde, einen Ort, der sich wie ein Zuhause anfühlt, dann könntest du es vielleicht spüren. Das wäre perfekt. Könnte es im Wasser sein? Direkt am Strand? Dann weiß ich, dass ich nach Hause schwimmen kann. Ich hätte fast vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Ariel. Und du? Du kommst mir bekannt vor. Sind wir uns schon einmal begegnet? Ich glaube, das haben wir. Aber das ist schon sehr lange her. Ich bin Gameplayerin. Die Herrscherin von Dreamlight Valley. Oder zumindest war ich es mal. Du ja! bist es! Oh, du bist so erwachsen geworden. Ich kann nicht glauben, dass du zurück bist und mir hilfst. Ich helfe gern. Ich werde das Haus so schnell wie möglich für dich bereitstellen. Danke.
Gerne, gerne. Wir teilen eine neue Aufgabe. Wir schauen aber mal eben nach. Seetang, Seetang! Ist hier noch mehr Seetang? Leider nicht. Kann man das auch nehmen? Nee. Ich dachte schon. Ah, schön. Geld, Geld ist immer gut in Dreamlight Valley. Und manche Dinge kann man einfach nicht aufheben. Okay, das auch nicht. Doch, das kann ich aufheben. Seetang, Seetang, Seetang. Kann ich das auch aufheben? Nein. Seetang, Seetang. Dass ich mich jemals so über Seetang freuen würde. Es ist köstlich irgendwie. Ganz viel Seetang. Und übrigens auch ein sehr schön... Oh, oh. Mit Mond. Das sieht sehr schön aus. Ja, dann werden wir mal mit dem Floß erstmal wieder zurück, würde ich sagen, ne? Ich dachte, es wird eine Goofy-Aufgabe, aber irgendwie ist es eine Ariel-Aufgabe geworden. Moment, ich habe meine Orientierung gerade verloren. Lege es in der Nähe des Wassers an. Die Frage ist jetzt, wo? Und wie groß? gut, da hinten ist Ursula. Vielleicht sollte ich das nicht direkt in die Nähe machen. Vielleicht irgendwie, aber ich kann es nur... Ich kann es nur gerade drehen. Ich kann es leider nicht so ein bisschen zur Seite machen. Können wir es vielleicht hier machen, wo Mini auch ist? Das geht wohl nicht, aber man kann es hier ein bisschen draufbauen, so wie es ausgeht. Ja. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier rüber. Wir gehen nicht hier rüber, weil wir wieder nicht rübergehen dürfen. Ach, das ist sowas von selten dämlich. Das ist echt nervig. Vor allen Dingen, wir sind doch so lange jetzt schon an dem Strand unterwegs und alles. Und man kriegt es immer noch nicht hin. Den nehmen wir mal mit. Man kriegt es immer noch nicht hin, dass man die Dinger da macht. Es kann natürlich sein... War das Maui? Irgendeiner hatte uns doch mit der Spitzhacke... Doch, genau, das war doch Maui, meine ich, mit der Spitzhacke. Es kann natürlich sein, dass wir tatsächlich mit ihm erstmal weitermachen müssen. Einen schönen Tag noch. Vertrau mir, das ist eine erstklassige Immobilie. Sicherlich, sicherlich die Investition wert. 5000. Na ja, gut. Aber ich meine, gut, dann ist es ja gebaut, ne? Ach, ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist Minis Boot. Aber da steht Daisy drauf, fällt mir gerade auf. Heiß Ariel willkommen. Yay. Achso, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt irgendwie direkt eingestellt hier. Ja, das ist selten dämlich, was du gerade machst. Ja, nicht so viel lachen, dann kann ich... Sie guckt irgendwie immer noch wie so ein komischer Alien. Ich weiß auch nicht. Ariel ist wirklich sehr, sehr seltsam. Wo ist sie jetzt hin? Ariel? Hallo? Hallo? Ariel, wo bist du? Bist du jetzt da unten? Hä? Jetzt ist sie da oben. Da komme ich gar nicht hin, oder? Jetzt renn bitte nicht weg. Oder schwimm bitte nicht weg. Moment, ich laufe genau falsch rum. Ariel? Da. Ich hab dich gefunden. Bleib stehen. Ich komme da... Doch. Nein, ich will nicht ernten. Ich will mit dir sprechen. Ariel! Ich will dich auch nicht streiten. Wie komme ich denn jetzt dahin? Die nimmt ein Schlammbad und ich kann nicht dahin und die ansprechen. Willst du mich jetzt hier? Komm zu mir, genau, komm zu mir. Komm her, komm her. Da hinten komme ich da auch nicht hin. Boah, Ariel, du bist so blöd, ne? Du warst einer meiner größten Kindheitsidole. Und jetzt? Oh, da liegt Eisen. Und jetzt kann man dich nicht ansprechen, oder was? Das ist sowas von dämlich. Oh, das ist nicht euer Ernst. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit warten, bis Ariel vielleicht mal die Lust hat, nach hier zu kommen. Vor allen Dingen da hinten kommen wir überhaupt nicht hin. Ja. Dann würde ich mal sagen, müssen wir einen Moment warten. Ich habe gerade was Kleines erschlagen. Ich habe keine Ahnung, was es war.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Moment, jetzt bewegt sie sich. Bleib hier. Bleib bei mir. Nein, 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 nein. Ich habe auf E gedrückt. Du blöde Kuh. Jetzt ist sie ganz weg. Hm? Oh, jetzt ist sie da unten. Willst du mich veräppeln? Hoffentlich können wir da jetzt mit dir reden. Nee, jetzt ist sie wieder... Oh, das ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Es ist nicht dein Ernst. Ja, also ich hole euch gleich hinzu, wenn es denn endlich mal so weit ist, dass ich eh drücken kann. Bis gleich. Geh weg da. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Oh, ich bin so froh, zurück zu sein. Ich kann es nicht erwarten, Erik zu sehen. Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Oh. Du hast ihn nicht gesehen? Oh, oh nein. Das bedeutet nichts Gutes. Ich muss jeden fragen, ob sie wissen, wo er ist. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Du hast es geschafft. Nicht dafür. Das war's jetzt, oder wie? Dafür muss ich sie erstmal auf Level 3 kriegen. Alles andere ist aber soweit freigeschaltet. Ja, oh. Die habe ich eben noch... Ich musste hier Pilze wegmachen, damit ich überhaupt durchkam. Ja, ich kann jetzt im Moment nicht viel machen. Beziehungsweise die Ariel-Quest kann ich halt leider nicht weitermachen. Dann würde ich sagen, dass ich vielleicht noch ein bisschen level, obwohl ich eigentlich schon ziemlich müde bin, ehrlich gesagt. Dass ich vielleicht noch ein bisschen level und ich höre sie irgendwo hier umseufzen. Sie ist schon wieder, ja, sie ist schon wieder in ihrer Lieblingsposition, genau da, wo niemand hinkommt. Ja, freue dich nicht zu sehr darüber, weil irgendwann müssen wir sie wieder ansprechen. Okay, dann ist diese Folge halt ein bisschen kürzer, ist auch nicht so schlimm. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.